So, bonjour, Monsieur, Dames, c'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning, this is Woman and Eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Trotz meiner angespannten finanziellen Situation habe ich 10 Euro investiert und noch ein Buch über Patientenverfügung gekauft und es gibt vom Valhalla Fachverlag eine CD-ROM zu dem Thema, kostet 16,35 Euro. Da kommt aber nicht jeder dran. Das ist wie gesagt ein Fachverlag aus Regensburg. Die Bücher werden im Gefängnis gebunden. Daher kenne ich die. So, ich sag in der Rubrik Arbeitsrecht noch was dazu, wie man an die Produkte des Valhalla Fachverlags als Normalsterblicher rankommen kann. Ich kenne wirklich Leute, die das gemacht haben und die Bücher deshalb kriegen. So, hat was mit dem Hayupai zu tun, der da in einem Karnevalskostüm vorne am Lichterpult sitzt. So. Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung ist das ältere Heft der Verbraucherzentrale. Ich zeige es mal. Das etwas neuere Heft ist die dritte Auflage, nicht die 19. Auflage, das Vorsorgehandbuch. Ich habe noch nie ein BGB besessen, kostet bei Valhalla 4,95 €, habe ich mir auch noch gegönnt. Hier wird auf das BGB Bezug genommen. Ich werde die Paragraphen mal nachschlagen und vielleicht auch den davor oder den danach lesen, so vorlesen. Und wenn mir irgendwas auffällt, sage ich das auch laut. So, die Eieruhr ist gestellt. Ein wenig Zeit ist schon vergangen. Ich habe einen heißen Kaffee morgens vor 8. Ich lese erstmal einfach vor. Also, das Heft heißt Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Ist wieder von der Verbraucherzentrale NRW. Es ist aus Januar 2018, also brandaktuell. Hinten drin steht das Impressum. Es gibt einen Klappentext, der kein Klappentext ist, sondern ein Rückseitentext. Das Ganze kostet 9,90 Euro. Rechtzeitig vorsorgen schafft Sicherheit. Mit einer Patientenverfügung und einer Vorsorgevollmacht, ist hier groß geschrieben und dick gedruckt, und einer Betreuungsverfügung legen Sie Ihre persönlichen Wünsche fest und schaffen so Klarheit für sich und Ihre Angehörigen, für eine medizinische Behandlung und für alle rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten. Dieser Ratgeber klärt alle wichtigen Fragen und hilft Ihnen, die notwendigen Dokumente richtig und rechtssicher auszufüllen. Einfache, klare Erläuterungen informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten der Vorsorge und helfen Ihnen beim Erstellen aller Dokumente. Musterbeispiele zeigen Ihnen, wie die notwendigen Regelungen getroffen werden können. Fertige Textbausteine liefern Formulierungen, die Sie in Ihre persönliche Verfügung übernehmen können. Formulare zum Ankreuzen und Ausfüllen helfen, klare Regelungen zu treffen. Checklisten sorgen dafür, dass Sie nichts vergessen. So. Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht. Es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Das geht mit zu diesem Buch los. Und 10 wichtige Fragen und Antworten. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich versuche mal, fangen wir mit zu diesem Buch an. Das ist schon ein relativ langer Abschnitt.
Ach ja, Walhalla Fachverlag sieht immer ungefähr so aus. Zu diesem Buch. Hoffentlich trifft es mich nie. Und dann ist es doch geschehen. Durch Krankheit, Unfall oder zunehmendes Alter kommt das Licht an. Es wird zu dunkel zum Vorlesen. Das Licht kommt von vorne. Da habe ich eine Kamera gut zu sehen, aber zu lesen ist das scheiße. Jetzt bin ich etwas schlechter in der Kamera zu sehen, aber zu lesen ist es besser. So. Hoffentlich trifft es mich nie und dann ist es doch geschehen. Durch Krankheit, Unfall oder zunehmendes Alter ist eine Situation eingetreten, in der ein Mensch nicht mehr über seine medizinische Behandlung, über die Kündigung der Wohnung oder Geldausgaben selbstbestimmt entscheiden kann. Das müssen dann Angehörige, Ärzte oder Gerichte im Namen eines Kranken oder sterbenden Menschen übernehmen. Diese Entscheidungen fallen sehr viel leichter, wenn diese Personen von den Wünschen der Betroffenen wissen. Viele Menschen meiden die Nähe zu Schwerkranken und Sterbenden. Immer seltener werden diese von ihren Angehörigen im Alltag begleitet. Die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger wird zunehmend von Profis in Pflegeeinrichtungen und Hospizen übernommen. Okay. Habe ich bis jetzt alles verstanden? Manchen fällt es sehr schwer, sich mit Fragen des eigenen Sterbens oder der Vorstellung schwerwiegender körperlicher Beeinträchtigungen auseinanderzusetzen. Körperliche Unversehrtheit und autonome Lebensführung bis zum Tod scheinen oft selbstverständlich zu sein. Das ist es nicht. Ich habe chronische Schmerzen, vor allem im Schulter- und Nackenbereich. Ich bin Schmerzpatient meiner Krankenkasse. Es gab deshalb sogar schon Theater. Es sind mutwillig falsche Diagnosen gestellt worden. Wird hoffentlich irgendwann am Amtsgericht Solingen verhandelt. Das Sozialgericht und das Verwaltungsgericht sehen die Zuständigkeit beim Amtsgericht. Das kann man so sehen. Das Verwaltungsgericht hat sich sogar so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie Ansprüche sehen. Das Sozialgericht meint, Ansprüche müssen da geltend gemacht werden. Wie gesagt, das ist eine juristische Sicht, die möglich ist. Das Amtsgericht weigert sich zu verhandeln. Die sehen den Anspruch nicht hinreichend begründet. Was ich nicht verstehen kann, ich sollte Beweismittel kommentieren. Genau das soll man eigentlich nicht machen, wenn man eine Klage einreicht. Ich werde auf jeden Fall was zum Thema Schmerzen in meinen Patientenverfügung mit reinschreiben. Meiner Meinung nach gehört das auf jeden Fall da rein. Ja, und ansonsten, es belastet jemanden beim Sterben zu begleiten, aber es ist auch eine Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Eine Beerdigung ist für die, die übrig geblieben sind, derjenige, der da im Sarg liegt, ist schon tot. Das ist meine Meinung dazu. Also wenn man in seine Patientenverfügung Sachen zur Beerdigung reinschreibt, und das ist unter Umständen wichtig, sollte man auf jeden Fall mit denen reden, die da mutwillig überbleiben. Oft ist das in deren Sinne, dass man das tut. Man nimmt dann Rücksicht auf die Familie. Ich finde das prinzipiell ziemlich gut. So werde ich bestimmt nicht fertig mit zu diesem Buch. Manchen fällt es sehr schwer, sich mit Fragen des eigenen Sterbens oder der Vorstellung schwerwiegender, das habe ich schon gelesen. Andere wiederum befürchten, während des Sterbens einer technikgläubigen Medizin qualvoll ausgeliefert zu sein, die den Tod um jeden Preis hinauszögert.
Sie wollen Vorsorge treffen, um sich vor ungewollten Eingriffen und unerträglichen Leiden zu schützen. In weiten Teilen der Bevölkerung wird in den letzten Jahren über Patientenverfügungen und andere Vorsorgemöglichkeiten diskutiert, um ein selbstbestimmtes Sterben in Würde zu ermöglichen. Aber was ist ein würdevolles Sterben? Ich finde den Satz hier okay. Es gibt so einen netten Satz, den kennt in Deutschland jeder. Die Würde des Menschen ist unantastbar. In weiten Teilen der Bevölkerung wird in den letzten Jahren über Patientenverfügungen und andere Vorsorgemöglichkeiten diskutiert, um ein selbstbestimmtes Sterben in Würde zu ermöglichen. Punkt. So. Wenn hier steht, dass das diskutiert wird, um das erst zu ermöglichen, dann ist das ein klarer Verstoß gegen die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Denn Menschen haben eine Würde. Alles, was menschlich ist, hat eine ganz persönliche, individuelle Würde. Und es kann nicht sein, dass man eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht braucht, um in Würde zu sterben und das zu ermöglichen. An der Stelle möchte ich sagen, dass dieses Heft unverschämt ist. Mich stören solche Kleinigkeiten. Und wenn es so ist, dann ist das ein Manko in unserem Gesundheitssystem, der dringend abgeschafft gehört. So, ich reg mich schon wieder auf. Wird ein Mensch dies im Sterben genauso beurteilen wie zu gesunden Zeiten? Ach so. Aber was ist ein würdevolles Sterben? Wird ein Mensch dies im Sterben genauso beurteilen wie zu gesunden Zeiten? An der Stelle möchte ich sagen, dass im Zweifelsfall die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass ein würdevolles Sterben stattfindet, darauf auch eine Antwort geben sollen. Das sind die Kassenärztlichen Vereinigungen, das ist die Deutsche Ärztekammer und hier, wo ich lebe, es ist die Ärztekammer Nordrhein. Die Frage stellt sich gar nicht, man kann die fragen. Vielleicht mache ich das in einem Brief. Das ist eigentlich eine gute Idee, dass ich den mal formuliere. Ich schreibe gerne Briefe an die Ärztekammer Nordrhein und die Deutsche Ärztekammer. Ich kriege schon wieder gute Laune, wenn ich den auf den Sack geben kann. Antwortbrief an die Ärztevertretungen. Marburger Bund ist auch da. Thema oder Betreff. Würde. Volles Sterben. Finde ich interessant, was die antworten und ob die antworten. Kommen die faulen Sausäcke auch mal ans Rollen. So. Ich schaue mal gleich die Seite hin. Wie ich das auch wieder finde, ich schmiere nicht so gerne mein Buch rum. Bleistift habe ich auch nicht hier. Ich bringe einen mit, dann kann ich sowas unterstreichen. Seite 7, erste Spalte.
Oben. Patienten. Verfügung. Zeichne ich auf jeden Fall auf, wenn ich den Brief formuliere. Wenn man keine bezahlte Arbeit hat, kommt man von Höckskin auf Stöckskin. So. Hoffentlich ändert sich das bald. Ich reg mich gerade schon wieder nur noch auf. Ich weiß zu viel zu dem Thema. Aber was ist ein würdevolles Sterben? Wird ein Mensch dies im Sterben genauso beurteilen wie zu gesunden Zeiten? Schlecht formulierte Patientenverfügungen können zu Rechtsunsicherheiten führen. Da wird wieder der Gang zum Anwalt nahegelegt, finde ich auch daneben. Kann wirklich jeder selber machen. Kostet 10 Euro. Beziehungsweise, ich weiß jetzt schon, dass ich das ja verbessert finde. Es kostet halt hier 12,90 Euro. Ich würde die 12,90 Euro ausgeben. Nein, ich. Die beiden Autoren hier haben da auch mitgeschrieben. Naja, hoffentlich ist Ihnen Ihr altes Heft peinlich. So. Es sind auch noch Rechtschreibfehler. Schlecht formulierte Patientenverfügungen können zu Rechtsunsicherheiten führen, Punkt. Und auch erhebliche Risiken bergen, Doppelpunkt. Ich finde das schon fast verhaltensoriginell. Wer die Tragweite der Ablehnung oder Befürwortung bestimmter medizinischer Maßnahmen am Lebensende nicht beurteilen kann, der läuft Gefahr, dass die eigene Patientenverfügung einer menschlichen Sterbebegleitung und Palliativmedizin, in Klammern also lindernder, nicht heilender Maßnahmen, sogar im Weg stehen kann. Okay, das ist richtig. Will ich jetzt nichts zu sagen. Ängste und unrealistische Erwartungen sind schlechte Berater für die eigenen Entscheidungen. Vielmehr sind eine intensive Beschäftigung sowie ein ruhiger und kritischer Blick auf unseren Umgang mit schweren Erkrankungen, Sterben und Tod erforderlich. Gespräche in der Familie mit Freunden, Ärzten und anderen können bei der Entscheidung über das eigene Vorgehen helfen. Vielleicht ergibt sich bei solchen Begegnungen sogar, dass es neben der Abfassung einer Patienten genauso wichtig ist, zu überlegen, wem man sich in schwierigen Zeiten von Krankheit und Sterben anvertrauen möchte. Und sie können erfahren, wer sich fürsorglich und solidarisch um ihre Belange kümmern mag. Okay. Ich würde mich im Ernstfall Profis anvertrauen, die ein Geld dafür bekommen. Ich finde das besser, als wenn man Angehörige damit belastet. Die verhalten sich im Zweifelsfall auch irrational, weil sie das, was da stehen, falsch deuten. Würde nicht drauf achten. Schreibe ich auf jeden Fall auch rein. Mache ich mir jetzt keine Notiz zu. Denke ich mir hoffentlich dran.
So, ansonsten ist hier ein Absatz zu Ende und die Eieruhr knallt gleich. Ich habe einen Brief geschrieben an die Staatsanwaltschaft. Und ich kriege Laune, je länger und öfter ich mir den Brief durchlese. Wir haben ein Ermittlungsverfahren eingestellt und mir Ratschläge gegeben. Und ich habe eine schöne Antwort formuliert. Die lese ich gerne mal öfter vor. Die ist vom 28. Februar 2018 und das ist die Antwort zum Schreiben vom 21. Februar 2018. Sehr geehrte Staatsanwaltschaft, zum Schreiben vom 21. Februar 2018 teile ich Ihnen mit, dass ich Ratschlägen und Belehrungen von Oberstaatsanwälten grundsätzlich nicht folge. Mir ist meine persönliche Freiheit lieb und teuer. Als fast schon väterlicher Ratschlag, Gino Alexander Schauer. Lest ein paar Mal öfter vor. Lohnt sich, solche Briefe zu schreiben, gerade wenn man von Oberstaatsanwälten Ratschläge bekommt. Die ärgern sich da richtig drüber. So, tschüss.